Hey Lieben, hier ist Dine Pups. Ja, es geht heute um ein Thema, was ich vor circa einer Woche schon auf meinem Blog gepostet habe und sehr viele zufrieden damit waren. Also ich habe Kommis darunter bekommen. Ja, das ist toll, wusste ich noch gar nicht und so weiter. Ja, bevor ich jetzt über das Produkt weiterspreche, wenn ich mich verspreche oder im Satz verschlucke oder so, liegt es das daran, dass ich totale Halsschmerzen habe. Ich habe heute meinen Schal wieder angezogen und geht gar nicht. Aber ich wollte das Video einfach mal für euch heute machen. Okay. Es geht heute um das Produkt, was ich gerade nicht finde. Hier ist es. P2 Universe Ofaltrum Eyeshadow in der Farbe 030 Forbidden Venus. Es ist ein MAC Tube zu dem MAC Mineralized Skin Finish in der Farbe Petticoat. War leider eine LE. Ich habe diesen. Ich wollte gerade Lidschatten sagen. Ich habe dieses Skin Finish leider nicht. Aber. Die liebe Schminkmädchen, ich weiß auch leider nicht, wie sie in echt heißt, sonst würde ich dich lieber bei Namen nennen, hat einen Blog-Eintrag dazu verfasst und ich habe es mir durchgelesen und war dann total begeistert, weil diesen Lidschatten von P2, den habe ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen und weil ich die Farbe als Lidschatten überhaupt nicht, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen als Lidschatten. Da habe ich dann gedacht, oh mein Gott, was soll ich damit machen und lag dann nur in der Ecke rum. Und ja, dann habe ich im Blog-Eintrag gelesen, man kann ihn als Skin Finish, also als Rouge und fürs ganze Gesicht und so weiter nehmen, um einen strahlenden Eindruck zu bekommen. Und ich dann so, wow, echt? Und ja, ich war total begeistert. Habe ich direkt ausprobiert, das war abends. Ich wollte mich eigentlich gerade abschminken, aber da musste ich dann nochmal drauf knallen. Hat an dem Tag noch keinen Rouge verwendet, das war super praktisch. Und ja. Ich möchte mein Wissen jetzt einfach mal mit euch per Video teilen. Per Blog-Eintrag habe ich schon ein so einen mega Text dazu verfasst, mit Foto noch und so weiter. Habe ihn schon sehr oft verwendet, entweder nur als Rouge oder als Skin Finish fürs ganze Gesicht, dann wirkt man frischer und mit viel und wenig. Also ich habe schon sehr lange damit jetzt rumexperimentiert, bestimmt schon ein, zwei Wochen, ich weiß nicht. Und ja, möchte euch einfach mal zeigen, wie ich ihn als am liebsten als Rouge verwende. Also ich nehme, habe ich jetzt erst seit Montag mache ich das so, weil ich es ganz schön finde. Also sonst habe ich es immer nur trocken aufgewendet und jetzt mache ich das hier mit P2 Lotus Perfluid aus der Stylish Geisha LE. Nehme ich so einen Klecks, zeige ich euch mal, wie das verblendet. Nehme ich so einen Klecks von dem Perfluid, sieht so aus und warte, ich mache das mal Spiegel. Da, wo ich das Rouge haben möchte, mache ich es jetzt mal nur auf der Wange. Damit ihr den Vergleich seht. Oh, ich hätte wahrscheinlich lieber die nehmen sollen. Ihr könnt es entweder mit dem Pinsel oder gerade mit den Händen so mit verteilen, aber mit der Hand wärmen lässt es sich einfach besser verteilen. Dann nehme ich einfach das Töpfchen und gehe so rüber. Das war's schon. Ihr könnt dann natürlich so deutlich nachmalen, wie ihr wollt. Und natürlich war es das noch nicht. Ich würde doch niemals so rausgehen. Okay, jetzt einfach verblenden. Einfach mit kreisenden Bewegungen macht ihr so lange, bis ihr diesen Balken wegbekommt. Ich mache das Perfluid deshalb drunter, weil erstens, es hält die Farbe besser, wenn es auf eine auf etwas Feuchtes draufkommt. Ihr könnt theoretisch auch Foundation benutzen oder Concealer oder so, aber ich denke, das verfälscht das Ergebnis. Das Perfluid schimmert an sich schon ein bisschen rosastichig und wenn ich dann den P2 Universe Eyeshadow da drüber tue, der ist auch so ein bisschen rosa Aprikotfarben. Das schimmert dann extra stark. Okay, jetzt zeige ich euch mal den Vergleich. Frisch, aber nicht übertrieben. Und blass und tot. Warte, ich mache das auch mal. Also ich finde ihn schön. Und er schimmert toll. Mal gucken, ob ich das jetzt ins Bild bekomme. Schimmer, schimmer mit meinen vielen Muttermalen. Oh, nicht mein Auge ins Bild. Doch, ich finde, das schimmert wunderschön. Ihr könnt es dann natürlich so stark verblenden. Ihr könnt das natürlich über die ganze Wange hier verblenden. Aber müsst ihr auf gar keinen Fall. Oba. Und damit ihr das besser seht, mache ich es jetzt auf der anderen Seite auch nochmal, weil hier ist ja schließlich die Kamera. Ja, also ich nehme das Perfreed wieder. Nur so einen Streifen auf die Hand. Wie gesagt, ich habe es vorher einfach trocken angewendet. Geht genauso gut, aber weil hier das Schimmer drin ist, funktioniert das halt besser. Also einfach nur Fluorid drauf. Ich zeige euch das mal kurz, wie es aussieht. So sieht es auf der Haut aus. Finde ich eigentlich ganz schön. Schön einschmieren.
Ich zeige euch das mal jetzt, wie das verteilt aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Schimmer erkennt. Ich erkenne ihn nur leicht. Ich weiß nicht, ob ihr den Schimmer erkennt. Auf jeden Fall wegen dem Palfreed macht das so einen kleinen Schimmer. Und jetzt ist das hier noch ein bisschen nass. Und genau da, wo ihr den das Rouge haben wollt, tragt ihr es einfach auf. Fertig. Wenn, ich habe mir schon überlegt, im Moment, also es ist ein gebackener Lidschatten, deshalb ist er so gehübelt. Deshalb kann man das so toll machen. Also einfach so auftragen. Wenn man ein paar Mal benutzt hat, ist natürlich dieser Hübel weg und dann müsst ihr es halt mit Pinsel machen. Aber solange man es noch so machen kann. Wie gesagt, er hat ein ganzes Jahr bei mir im Schrank rumgestaubt oder eher gesagt hinten im Fach, also in dem Hängeregal. Warte, in dem Fach, wo dieser blaue Beutel ist, da sind meine Sachen drin, die ich aussortiert habe, die ich eigentlich nicht benutze. So, dann noch einen kleinen Tipp, wenn es euch zu stark geworden ist, weil manche mögen ja nicht so Rouge backen, so total verständlich. Es kann auch mal sein, dass ihr aus Versehen zu viel benutzt habt. Wenn ihr auch jeden Tag Rouge benutzt, kann es trotzdem mal passieren, so ein Hauch zu viel. Nehmt ihr einfach euer Puderpinsel und pudert es ab und dann wirkt es erstens natürlicher und zweitens weniger. So, sieht schon fast aus wie gar nichts. Seht ihr es? Kräftig und ein bisschen abgeflacht. Einfach so ein bisschen abpudern. Könnt ihr natürlich auch wieder in kreisende Bewegung machen. So. Okay. Und gleich sieht man frischer aus. Oh. Also ihr könnt das entweder, so wie ich es mache, als Rouge verwenden. Ein super Tipp, ehrlich gesagt. Weil dieser Schimmer, der da drin ist. Manchmal wirkt der Aprikot, manchmal wirkt der peachig, also so pink und pfirsichfarben und alles mögliche. Und je nachdem, ihr seht ja, da sind so verschiedene Adern drin. So Aprikot und schimmernd und matt. Und jeder davon ist anders. Ich habe mir meinen natürlich nicht ausgesucht, er ist geschenkt. Da konnte ich natürlich nicht gehen, nee, der gefällt mir nicht, ich will einen anderen. Aber ich bin letztens im DM gewesen, wo ich halt die LE ist, da ich Gehstand so gekauft habe. Habe ich ja im Haul gesagt, dass ich im DM war. Da habe ich ihn gesehen, also 2,95 hat er gekostet und da waren 4 Stück. Ich habe mir alle 4 Stück angeguckt, plus den Tester und alle hatten andere Adern. Und eben, wenn ihr euch den kauft, auf die Adern achten. Entschuldigung. Das, was ihr gerne haben möchtet, lieber das Matte oder lieber das Schimmernde oder lieber diese Goldadern, kauft euch lieber danach. Die kosten alle gleich, egal welche Adern ihr drin habt, nur das, was euch am allerbesten gefällt. Mir gefällt das, finde ich, am besten. Und wenn ich mal einen Tag habe, wo ich ganz blass bin, wo ich total krank aussehe, ich komme mal näher, dann sehe ich ein bisschen gesünder aus. Da hinten sehe ich irgendwie so blass aus, durch das Licht. Wenn ich mal einen Tag habe, wo ich ganz schrecklich aussehe, so richtig blass und so weiter, nehme ich das Palfreed ins ganze Gesicht. Habe ich gestern nicht verwendet. Gestern hatte ich mich noch stärkere Halsschmerzen und dann war ich total blass. Also mit Make-up war ich schon... Ja, ging gar nicht. Da habe ich das Palfreed auf dem ganzen Gesicht aufgetragen. Und, Entschuldigung, und das hier auch leicht, also nicht in dieser Stärke aufs ganze Gesicht. Dann seht ihr aus wie ein Hummer, ist klar, oder? Nein, hier das ganz leicht ins ganze Gesicht verteilen. Dann habt ihr so einen gesunden Schimmer im Gesicht. Und hiervon macht ihr einen Schuss mehr auf die Rouge-Wangen. Auf die Wangen ein wenig mehr Rouge. Okay, jetzt lasse ich's. Ja, das war mein Tipp für heute. Jetzt ist mein Hals ausgetrocknet, ich muss was trinken und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nicht gewünscht war. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und... Ciao!